Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Let's Build a Zoo. Letzte Folge haben wir ein Schwein gekauft, haben 4 Hasen, einen haben wir eingetauscht gegen 2 Gänse, auf die warten wir noch. Aber jetzt muss ich gerade mal gucken. Jo, gut, lang noch. Nee, ich möchte jetzt noch kein Land kaufen. Ja, Objekte hinzufügen, wir wollen Wasser. So. Unterkünfte? Doch, Unterkünfte, hä? Bin ich jetzt wieder blöd oder was? Kein Kommentar, danke. In einem Tag kommen die. Bauen gehe. Einrichtungen. Oh, ich habe keine Toilette. Schändlich. So. Denen geht es anscheinend allen gut. Wärmegarten. Okay, war gleich warm anscheinend. Ah, okay, ich hab's gesehen hier. Oh, wir sind noch weiter. Es gibt einen VIP in deinem Zoo. Gelegentlich besuchen VIPs deinen Zoo. Du kannst mit ihnen interagieren, indem du sie findest und mit ihnen sprichst. Aber weiß ich jetzt, wer der VIP ist? Schwarzmarkthändler. Anzeigen. Jennifer Dautner. Der Leiter des örtlichen Zoos soll einen Tierhändler bei der Polizei angezeigt haben. Händler wie dieser nehmen oft gefährdete Tiere aus ihrem natürlichen Lebensraum und verkaufen sie an den Meistbietenden. Illegale Wilderei hat viele bedrohte Tiere dem Aussterben nähergebracht und ist ein sehr schweres Vergehen. Dieser Händler wird in Gewahrsam genommen und wird voraussichtlich eine Gefängnisstrafe für seine Verbrechen absitzen. Illegale Tierhändler dank Berichten des örtlichen Zoos von der Polizei festgenommen. Ja, finde ich auch gut so. Ja, muss ja nicht Sinn hier. Ich mache hier einen auf Moralapostel. Also. Die Frage ist, was kauft man dann hier? Was kostet das? 300, das ist ja nix. Ja, danke. Ich muss mich ja vergrößern, ne? Was haben wir hier? Hase. Ja, wie viele Schlangen habe ich nicht? Schlangen? Ist das ein Schwein? Ne, mal Schwein gebe ich nicht, ja. Gebe ich ihn rum. Oh, was will die Verwaltung? Neue Aufgabe. War's schon. Ja, sie können so hochspringen, die sind ja süß. Extrem süß, ja? Wir haben schon 7 Moralpunkte, ne? Ja, lass nur ihr ganzes Geld hier. Finde ich gut. So. Es gibt noch U-Bahn, Natur, Wegweise. So. Wieso kotzen die?
Dieser Ort macht irgendwie Spaß. Nicht perfekt, aber besser als zu Hause sitzen. Ja, jetzt aber, ne? Weil ich habe auch Gänse, Freunde. Oh, der ist bestimmt ganz einsam. Ernährung. Oh, ups. Aber ich kann nichts. Du kannst die Diät deines Tieres ändern, indem du auf den Lagerraum gehst, okay? Tierfutter. Rarer Essensgegenstand. Futtermischung. Ändert die Ernährung des Tieres, um die Ernährung zu verbessern oder die Kosten zu senken. So. Alles besser. Also der braucht noch hier ein bisschen. Momo. 10%. Nur noch 10. Und nur noch 10. Sehr überfüttert. Okay, dann gehen wir hier eine Runde. So. Gut. Muss ich mal gucken. Oh. Was denn jetzt? Erstelle Arbeitszonen. Entschuldigung. Deine Tierpfleger sind ineffizient und lassen deine Tiere leiden. Erstelle Arbeitszonen für eine bessere Effizienz, indem du jeden Pfleger auswählst und ihm Arbeitsplätze zuweist. Maximiere die Effizienz, indem du erfahrenere Pfleger in Gehege schickst, die größer und weiter vom Lagerraum entfernt sind. Verwende die Heatmap-Ansicht, um deine Zonen zu überprüfen. Alles klar, machen wir gleich. Oh. Kein Futter mehr. Oh, das ist schlecht. Du hast heute nicht genug Futter, um deine Tiere zu füttern. Geh zum Lagerraum und stelle regelmäßig Futter, um dem Herr zu werden. Ohne Futter hungern Tiere und sterben vielleicht, was zu aufgebrachten Besuchern und leeren Gegen führt. Achte auf das Hungersymbol, das von deinen Tieren kommt, und achte auf Benachrichtigungen. Ich habe aber keine Kredit. Schnellbestellung. Ja, Moment. Stelle. Was ist jetzt hier? So. Ich sorg mal erst davor, dass es denen gut geht. Dann weiß ich auch. Internationale Geschäftsreise steht an. Jennifer Doudna. Du hast vielleicht bemerkt, dass in letzter Zeit eine große Anzahl ausländischer Investoren in die Gemeinde gekommen ist. Das alles ist unserem wunderbaren neuen Zoo zu verdanken. Die Startup-Investorin Kathleen Carr hofft auf weitere Partner und hat es geschafft, die Aufmerksamkeit vieler wohlhabender Personen auf sich zu ziehen. Frau Lee sagte, dies ist eine großartige Gelegenheit, mein Portfolio zu diversifizieren. Ich kann auch vermeiden, zu Hause Steuern zu zahlen, indem ich mein Geld in Unternehmen wie diesem im Ausland stecke. Die ökologische Seite des Zoos interessiert mich nicht wirklich. Ich muss nur irgendwo mein Geld verstecken, weil ich so reich bin. Okay. Sehr unsympathisch, die Alt. Ja, dass sie überfüttert sind, habe ich schon gemerkt. Jetzt mach doch mal langsam. Machen ja auch Stroh noch runter. So. Jetzt trotzdem erst noch das. Oh, das ist gar nicht so gut anscheinend. Das auch nicht. Das auch nicht. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Warum ist das rot? Ah, vielleicht weil ich jetzt so viel habe. Bla, haben noch Brot dazu. Und dann schieben wir das so noch runter. So. Und jetzt bitte bestelle. Kaufen. Kauf abgeschlossen. So. Gut. Tiere, ihr könnt essen. Welche irgendwelche. Was haben sie schon? Bereicherung. Okay, noch Ball. So. Okay, was will die schon wieder da? Aufgabe beenden.
So, die haben wir jetzt mal genug Punkte, die können wir mal ausgeben. Was ist das? U-Bahn-Paket. Nein, noch nicht. Suchtstation, Boden, Zuckerwatte, Slushy-Laden. So. Bauen. Laden. Slushy-Laden. Einstellen. Genau, jetzt wollten wir uns um die Tierpflege kümmern, ne? Was sehe ich denn? Die Übersicht von meiner Angestellten? Hier, ne, das sind Besucher. Parkangestellte. Tierpflege. Ich brauche vielleicht immer noch eine, ha? Hier? Nein. Hier? Ja. So, ne. Nein. Das ist der Hausmeister angestellt, ne? Ne, der Tierpflege. Plus. Rekrutieren. Ich brauche Tierpflege. Ach, das wäre Social Media. So, such mal. Für Dreck. I. Dreck in meinem Zoo. Gar nicht. An der Dreck weg. Putze. Ah, ich guck mal, ob es noch Schweine gibt. Nö. Immer noch Hase. Also Hase haben wir jetzt echt genug. Der hat schon wieder Baby gemacht. Yep. All deine Tiere haben eine Bereicherung. Was, er? Alle haben Wasser. Tod? Nein. Hunger? Nein. Geburt. Erfolgen. Hallo, kleiner Hase. Ja, die ernähren sich halt wie die Kanickel, ne? Vermehren. Ernähren wahrscheinlich, ja. Ich habe vor, einen Transporthandel zu eröffnen, um industrielle Fahrzeuge und Busse zu verkaufen. Wenn du einen Geldbetrag investieren willst, eröffne ich ein Konto für dich und stelle sicher, dass du an erster Stelle stehst, wenn du Busse kaufst, um deinen Zoo zu bedienen. Okay. Waren ja genug Geld, oder? Ja, yeah, das kann man sich leisten. Jennifer Doudna. Dank einer Investition des örtlichen Zoos hat Kay Sawyer ein Transportunternehmen eröffnet. Er hatte dies zu sagen. Ich bin so glücklich. Ich werde nicht nur Busse an den Zoo verkaufen, sondern auch alle möglichen anderen Industriefahrzeuge an die Menschen in der Umgebung. Sawyer hofft, eines Tages sein Geschäft und seine andere Liebe zu erweitern. Themenparkattraktion. Aber im Moment sieht es so aus, als würde das Geschäft dieses Transport-Tycoons in der Gegend fantastisch gut abschneiden. Kay Sawyer zeigt stolz neue Busse, die bald im örtlichen Zoo zur Verfügung stehen. Ja, das finde ich super. Was kriege ich denn für mal? Komm, Trampolin, ja. So. Was ist hier noch? Du hast neue Bewerber, das ist gut. Die brauchen wir auch ganz dringend. Aktuelle Stellen, ein aktueller Bewerber. Ja. Stellen wir in. Nee, ich will noch eine. Glaube ich langsam. So, wie war das jetzt? Wie kann ich das instellen? Oh, ich hab's verpasst. Scheinungs. Nee, ich muss, glaube ich, auf den. Auf den Zootierpfleger, ne? Also der Ken, wo ist der Ken? Ist der Ken, hat Erfahrung, ist höflich, Arbeitsmoral, Energie, Arbeitszufriedenheit. Okay. Und hier der Julian. Ah, der ist nicht ganz so erfahren. Dann nehmen wir den Ken und weisen dem diese Zonen zu. Und dann nehmen wir den Julian.
Zone hierher bitte. Und dann tue ich doch mal Ausschreibung canceln, weil dann hat ja jeder nur... Wo ist das? Angestellte Taste. Wie mache ich das jetzt weg? Ich bin zu doof. Erscheinungsbild. Und Parkangestellter, Tierpfleger. Ach du meine Güte. Da gibt es aber ein paar Mitarbeiter, Bewerber, da ist es doch ändern. Weg. Ich will jetzt gerade kennen. So, gut. Perfekt. Entschuldigung. Kommt da bald ein Bus oder was? So, schauen wir mal auf die Weltkarte. Gibt's was Neues? Hase, 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 ganz. Ja, aber ganz haben wir doch schon, Annie. Zwei. Komm, ich bin hier jetzt. So. Wir wollen Ente. Schlange. Was habe ich mehr? Schlange. Nichts Neues. Okay, danke. Ja, stimmt. Eigentlich können wir mal schneller erstellen. Das ist alles Hasskettel. Was ist denn jetzt? Ah, Zusammenfassung am Ende der Woche. Sieht auch ganz gut aus. Dein nächstes Ziel ist, 50 Besucher an einem Tag zu haben. Nur dann gebe ich dir mehr Kapital. Zusammen können wir dieses Geschäft zum Erfolg bringen. Also, ich muss ein Auge auf die Emissionen in dieser Region haben. Ich habe einen Vorschlag. Wieso erforschst du nicht ein paar alternative Energiequellen? Wo war deine Preise? Catherine hat mich überzeugt, Aktien deines Zoos zu kaufen und ich habe einige Ratschläge. Du brauchst Transport, viel Transport. Wenn du Menschen in deinen Zoo bringst, hast du im Wesentlichen mehr Kunden. Gehe also zum Eingangstor und kaufe so schnell wie möglich einen zweiten Bus. Eingangstor, Transport. Busse. Vielleicht sollte ich das erst schon wieder auf Normalstelle ändern. Mehr bestellen. Einen Bus. Gut. Ist er jetzt im Dienst? Oder wie sehe ich das? Energiekraftanlage, oh Gott, wie viele Punkte brauche ich denn dort von Fall? Wo ist die? Ja, 10 Punkte, okay. Dann sparen wir uns die mal an. Ja, den Bus haben wir ja schon fast refinanziert. 37 Leute im Zoo, ist doch auch gut. Oh, das ist bunt, die Kanz, ja, die will ich an. Und ein Schwein! So, und mein Schwein kommt hier hin. So. Cool. Endlich.
Und Schnellstelle. Okay, nee, Hase brauche ich jetzt echt keine. Ganz ehrlich, sorry. Ja. Freedom, das ist süß. Ankünfte einem Tag. Das sind doch Gänse, oder? Ganz kommt von den. Das sind doch Agänse, oder nicht? Ganz, ja. Hier sieht's ziemlich vermüllt aus. Ich wollte es nur mal gesagt haben. War ich mal noch ein Hausmeister? Was für ein Zoo hat nicht genug Bänke? Nimmst du keine Rücksicht auf ältere Bevölkerung? Und was ist mit den faulen Leuten? Du solltest dir mehr Gedanken machen und ein paar Bänke bauen, damit die Leute ihre müden Füße ausruhen können. Ja. Wir möchten auf unseren Bleichmittelflaschen einen süßen Eisbären und... Was? Anbringen und hinzufügen, dass wir Bargeld und Reinigungsprodukte an den Zoo spenden, damit die Kunden unsere saubere Botschaft verstehen. Du musst dir doch wirklich einige Toiletten bauen. Bau mindestens eine Toilette und nicht nur deine Kunden werden glücklicher sein. Wir spenden dir auch etwas Geld. Heute ist eine neue Tiervariante im Gehege verfügbar. Ja. Drei Bänke, also gut, zwei haben wir ja schon. Das ist nicht ganz so tragisch. Bauen wir noch Bänkchen. Wenn ich sie finde. Sag mal. Sind die? Jo, bei Bänke kennt man, gucke ich, Depp. So. Also die Bank. Passiert hier. Juhu. Eine neue Gans. Snoop. So, das Gewicht. Das ist gut. Okay. Ich mache jetzt mal Stelleausschreibung, wenn ich es finde. Auch noch Tierpfleger, das hat so doch keinen Wert. Ich bin echt blöd, ne? Wie ging das jetzt nochmal? Boah, ist das nervig. Ja, rekrutieren. So, Änderung übernehmen. Eins zurück. Wenn ich jetzt wo suche, doch. Rekrutieren. Anschalten. Und los. Ich will ja okay für Müll dazu haben. Vielleicht muss ich ja einfach noch ein paar Mülleimer aufstellen. So. Geburt schon wieder. Was? Oh, ihr Hase, ey, Mann. Mann, ihn verrückt. Stellen Bewerber, wo? Als Hausmeister. Ja, komm.
besser als nichts. Jetzt gehe ich zur Forschungsstation, Freunde. Weil ich möchte doch die Windkraftanlage. Ein Sprecher des Zoos freute sich, eine Partnerschaft mit Windpower Inc. zum Bau von Ökostromanlagen im Zoo bekannt zu geben. Der örtliche Geschäftsführer des Kraftwerkkonzerns sagte, wir sind nicht damit einverstanden, dass Menschen ihren eigenen Strom erzeugen und ihn nicht von uns kaufen. Das liegt daran, dass Führungskräfte wie ich jedes Jahr Millionen von Dollar verdienen, ohne viel zu tun, und dies bedroht meine dekadente Lebensweise. Sicher, wir erwärmen den Planeten, aber die Menschen lieben warmes Wetter. Der Zoo plant in naher Zukunft mit dem Bau eigener Stromgeneratoren zu beginnen. So sieht's aus. Ja, schon wieder Hunger. So, wo finde ich die jetzt? Fabriken, Mitarbeitereingänge. Einrichtung. Hey, ich habe gesehen, dass ihr Gänse in eurem Zoo habt, aber wisst ihr, was noch großartiger ist? Ein Pfau. Technisch gesehen ist das nur eine Gans, die farbig ist und einen schicken Kamm hat. Ich könnte den Kamm aus... Nee. Also irgendwann spiele ich das Ganze vielleicht noch mit Scheißerei, aber jetzt noch nicht. So. Zwei Stück dürften mir ja schon mal reichen, denke ich, oder? Wie sieht's hier aus? Oh, noch so weiblich, die besondere Gans. Nämlich. Ja, hier rein, ne? Das ist ein Tier, verwendet der Platz 9 von 35. Gut. Ja, da haben wir ja noch Platz. Erbrochenes? Greifen erbrochen. Bewerber, verfolgen. Ammel. Aha, es gibt noch eine. Ansehen. Oh ne. Lass mal weiterlaufen. So. Bauen. Was können wir noch bauen? Rote Unterkunft, Tigierhelm, Regenschirm. Erstmal Weg. Lass mich hier runtergehen. Zack. Hey. So. Dicker Weg. Dann, wo war das? Nee, nichts laden. Freizeit. Hierhin. Müll immer noch bauen, bevor sie wieder alles für Mülle, die Wutze. Bänkchen. So. Hinweisschilder. Zoo-Karte. Was könnte man ja auch mal gebrauchen, ne? Langsam, aber sicher. Schilder. Baume. Hier noch eins hin. So. Ah, apropos, ich habe doch Objekte hinzufügen. Bereicherung. Trampoline. Ich weiß nicht, ob die ans Wolle, aber... Pff.
egal. Und ein bisschen schneller stellen, danke. So. Speichere Spiel. Ich sehe nicht mehr so viele wilde Tiere außerhalb des Zoos, weshalb ich es so liebe, hierher zu kommen. Wenn du mehr in deinen Zoo bringen könntest, das wäre lieb. Behalte 25 Tiere. Ja, machen wir dann. Aber ich würde sagen, das sehen wir dann in der nächsten Folge, wie wir noch mehr Tiere beschaffen. Ciao und danke fürs Zuschauen.